Beginne deine Modellage damit, den Nagel vorzubereiten, indem du vorsichtig mit dem Metallspatel die Nagelhaut zurückschiebst und den Nagel anschließend in Form feilst und kleine Unebenheiten beseitigst. Nachdem der Feilstaub beseitigt ist, kannst du mit deiner professionellen Maniküre loslegen. Beginne mit dem Nagelhautentferneraufsatz vorsichtig die grobe Nagelhaut zu entfernen. Arbeite hierbei mit wenig Druck. Mit dem Diamantschleifer hast du die Möglichkeit, angewachsene Nagelhaut noch gründlicher zu entfernen. Achte darauf, dass du immer parallel zum Nagel arbeitest, um diesen nicht zu beschädigen. Mit dem kugelförmigen Diamantschleifer mit mittlerer Körnung entfernst du selbst hartnäckigste Hornhaut und Nagelhaut. Der Nagel ist nun bereit für deine Modellage. Trage mit einem Modellierpinsel dünn das Basegel auf. Das dünnviskose Gel sorgt für einen starken und zuverlässigen Halt. Beginne nun den Aufbau zu modellieren. Das Platinum Sculpture Mask ist mit seiner cremigen Konsistenz perfekt für einen besonders gleichmäßigen Auftrag geeignet. Lasse deine Modellage zur Nagelspitze hin schön dünn auslaufen, um sie nicht zu massiv wirken zu lassen. Feile den Nagel nach dem Aushärten erneut in Form und bessere eventuelle Unebenheiten aus. Mit einer Schleiffeile kannst du die Oberfläche deiner Nägel leicht anbuffern. Trage für den Untergrund eine dünne Schicht Lack-and-Go-Weiß auf und lasse diese aushärten. Lege zur besseren Deckkraft noch eine zweite Schicht Lack-and-Go-Weiß auf. Mische für den beliebten Marmoreffekt auf einem separaten Blatt Fotopapier BT02, A162 und A102 leicht ineinander. Übertrage mit einem flachen Pinsel die ineinander gemischten Farben vorsichtig auf deinen Nagel. Verziere dein Design zum Beispiel mit etwas Gold, um den Nagel noch edler wirken zu lassen. Jetzt zeige ich dir, wie du den Marmoreffekt noch verstärken kannst. Trage eine dünne Schicht Speedshine auf und härte diesen nicht aus. Male mit einem dünnen Nail Art Pinsel und Lack & Go Schwarz feine, zarte Linien in den noch nassen Versiegler. Verziere den Nagel nun nach deinem Geschmack mit Accessoires und Overlays.
Vergiss nicht, die Accessoires sorgfältig mit Speedshine zu ummanteln, damit sie dir nicht abfallen. Trage zum Abschluss noch etwas Öl auf. Das pflegt die Nagelhaut und lässt den Nagel nochmal richtig glänzen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen!